Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zurück im Bauhaus Workshop. Heute spendieren wir unsere Küche ein kleines Facelift und tauschen die Spülarmatur aus. Die Armatur ist der visuelle Dreh- und Angelpunkt eurer Küche. Wenn ihr sie austauscht, was einfach und schnell geht und auch im Verhältnis recht kostengünstig ist, verleiht ihr der Küche innerhalb kürzester Zeit ein neues Erscheinungsbild. Bevor es mit dem Austausch losgeht, werden wir erstmal die Eckventile abdrehen. Und wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt, dann dreht bitte auch den Hauptwasserhahn ab. Dann kann nämlich definitiv kein Wasser mehr kommen. Wenn ihr die Eckventile kontrolliert, dann schaut einfach, ob die vielleicht schon ein bisschen undicht sind. Wenn sie älter sind, tauscht die mit aus, dann habt ihr für eine ganze Weile Ruhe. Und habt ihr einen Boiler oder einen Durchlauferhitzer im Betrieb, dann trennt den bitte vom Strom. Aber als erstes schaffen wir uns hier erstmal Platz. In unserem Fall haben wir jetzt ziemlich viel Platz unter der Spüle. Sollte das bei euch aber nicht der Fall sein, dann baut einfach die Türen oder gegebenenfalls auch die Blenden hier vorne mit ab. Der Besen kommt mit raus. Aber den Eimer, den lassen wir hier unter der Spüle mit stehen, denn aus dem Siphon wird sicherlich noch ein bisschen Wasser rauskommen. So, ich werde hier erstmal den Siphon demontieren. Hier oben geht das sehr einfach, weil es ja letztendlich auch nur handfest angezogen ist. So. Und dann kommt hier hinten der Zulauf zum Abfluss. So, einmal raus. So. Hier empfiehlt es sich auch, so einen Baustutzen parat zu haben oder im Zweifelsfall vielleicht auch einfach eine Plastiktüte schnell drauf, damit die wunderbaren Gerüche in der Wand bleiben. Jetzt kommen wir auch super an die Eckventile ran. Wenn die sich jetzt nicht mehr bewegen lassen, dann ist das Zeichen, die auszutauschen. Bei uns sind die jetzt schön zugedreht und jetzt können wir die Armatur lösen. Damit ich gleich zügig arbeiten kann, habe ich mir hier auf dem Küchentisch schon mal alles Werkzeug parat gelegt und kann dann einfach direkt loslegen. Jetzt machen wir uns einmal an die Flexschläuche. So. Der löst sich schon. So, der ist lose, kommt auch nichts. Und der nächste. So. Na. So, spielt hier noch mit. Oh, die sind lose. Und jetzt wechseln wir vom Großen zum Kleinen und lösen die Mutter, die oben die Armatur hält. Okay. So. Und dann die Mütze. So. Armatur einmal demontiert. Jetzt, wo alles demontiert ist, messen wir nochmal den Durchmesser des Hahnloches nach. Das sind in der Regel, so wie bei uns, 34 bis 35 mm. Sollte die Öffnung mal zu klein sein, dann feilt es einfach mit einer Metallfeile nach. Wenn es zu groß ist, dann besorgt euch im Fachzentrum den entsprechenden Adapter. Bevor wir die neue Armatur montieren, machen wir hier alles restlos sauber. Eventuell ist bei älteren Küchen auch mal Silikon im Spiel gewesen. Auch das muss wirklich komplett entfernt werden. Ich bereite jetzt die Armatur für die Montage vor. Da werden wir als erstes diesen kleinen Dichtungsring einsetzen, der die Armatur von oben hin zur Arbeitsplatte oder wie in unserem Fall zur Metallspüle hin abdichtet. Okay, der sitzt. So, dann kommen wir zu den Flexschläuchen. Es gibt welche, die haben bereits eine farbige Markierung für Kalt- und Warmwasser. Bei uns ist das nicht der Fall, deswegen werden wir einfach mit dem Klebeband eine kleine Markierung machen und können uns daran später orientieren. Kommt der rein, der Warmwasserschlauch. So, dann schrauben wir das einmal fest. Und das Ganze muss dann ein bisschen fester als handfest sein. Den Punkt haben wir jetzt erreicht. So, zweiter Schlauch, gleiches Spiel. Einmal rein. Lass mal gucken, ja. Und schrauben, schrauben, schrauben. Und ist fest. Ich setze jetzt die Armatur ein und werde die auch schon mal so grob positionieren. Schlauch Nummer 2. So. So wird die später ausgerichtet sein.
So, dann einmal umgreifen. So. Und bei manchen Metallspülen, so wie bei uns, braucht ihr nochmal so eine Stabilisierungsplatte. Die kommt direkt unten ran. So. Dichtungsring, Metallring. Und dann dieser Überwurf. So, dann kommen die einmal nach oben. Jetzt den richtigen Anfang finden. Und ist fest. Wie ihr seht, sind unsere Flexschläuche ein Stück zu kurz. Dafür gibt es Verbindungsstücke und Verlängerungen, die kann man einfach dran schrauben. So, einmal handfest, dann nochmal gegenkontern. Einmal das Endventil aufsetzen. So. Und ein bisschen nachziehen. Aber auch hier nur ein bisschen fester als handfest. So. Das war Schlauch Nummer 1. Jetzt kommen wir zum Warmwasserschlauch. Ihr erinnert euch, den haben wir einmal markiert gehabt. Auch hier kommt die Verlängerung dran. Aufschrauben und gegenkontern. Einmal, zweimal. Das passt. Und gleiches Spielchen nochmal. Die Flexschläuche sind jetzt an die Eckventile montiert und als nächstes kommt der Siphon. Dann schauen wir mal. Wir fangen mal hier oben an. So. Okay. Erstmal so. Dann den Baustopfen raus. Der Siphon passt. Ich werde jetzt noch mal überprüfen, ob auch wirklich die Eckventile zu sind. Denn jetzt wird der Hauptwasserhahn aufgedreht. So, der Hauptwasserhahn ist offen. Jetzt kann ich auch die Eckventile wieder aufdrehen. Und wir schauen gleich noch mal, ob die Zuordnung auch stimmt. Hier ist die Kaltwasserleitung, hier ist die Warmwasserleitung. Die haben wir uns ja markiert. Wenn ihr einen Boiler oder Durchlauferhitzer nutzt, dann denkt dran, den vorher zu entlüften. Ja, und jetzt können wir die Dichtprobe machen. Wasser auf, warm, warm kommt, kalt, passt auch. So, und hier unten, ja, da kommt zum Glück kein Wasser. Hier sieht es gut aus. Ja, das heißt, Test bestanden, Arbeiten abgeschlossen und jetzt können wir wieder einräumen. Unsere neue Armatur ist montiert und die Anschlüsse sind dicht. Hat euch das Video gefallen? Dann lasst uns gerne ein Like da und dann sehen wir uns das nächste Mal hier im Bauhaus Workshop.